Falls ihr Passwörter zurücksetzen müsst, weil beispielsweise eine Nutzerin oder ein Nutzer ihr selbst gewähltes Passwort nicht mehr weiß, müsst ihr als erstes die Personen suchen. Im Bereich Gruppen und Nutzer gibt es dafür neben dem Button Passwortliste ein Suchfeld. Wenn ihr die richtige Person gefunden habt, klickt ihr rechts auf den kleinen Stift und scrollt runter. Dort findet ihr die Option Passwort zurücksetzen. Wenn ihr darauf drückt, öffnet sich ein kleines Fenster, bei dem ihr bestätigen müsst, ob ihr das Passwort für die Person wirklich zurücksetzen wollt. Der rot unterlegte Button führt euch zu einem weiteren Fenster, bei dem ihr das neue Passwort seht. Ihr könnt es euch jetzt entweder rausschreiben oder wieder über die Passwortliste ausspucken lassen. Ein Tipp zum Schluss: Bitte weist die Nutzerinnen oder Nutzer darauf hin, dass sie ihre eigene E-Mail angeben können, um ihr Passwort selbst zurückzusetzen. Dadurch spart ihr euch als Admins den Mehraufwand.